Welche der neuen Raids kann man solo schaffen? Brandon 10 hat mal wieder einen krassen Level-Meilenstein erreicht. Heute enden die Boxen vermutlich tatsächlich und ein paar andere Themen, damit gesagt und wenig Pokémon Go. Im Hintergrund werde ich jetzt mal einen Sichlor-Solo-Raid zeigen. Ist eine von den neuen 3-Sterne-Raids. Ich habe 2-mal Sichlor gemacht, also nicht 2 verschiedene Versuche bei dem, sondern 2-mal Sichlor. Einmal habe ich dann auch versucht, um das selbst herauszufinden, gegen Sichlor zu gewinnen, wenn ich Level 20er Pokémon einsetze. Sichlor hat eine doppelte Schwäche gegen Gestein, aber eine Resistenz gegen Boden. Von daher kann man wirklich nur Geowatz nehmen, wenn man 2-mal Gestein hat. Und Rizeros geht gar nicht, denn Rizeros hat keinen Quick Move mit Gestein. Entweder Kampf ist auch nicht effektiv und die Alternative ist eben Boden. Ebenfalls nicht gut gegen Sichlor. Und ich kann nur leider sagen, ich weiß nicht, ob ich den Versuch überhaupt zeige, aber für einen Level 20er ist Sichlor nicht machbar. Zumindest habe ich mit Level 20 Pokémon nicht geschafft. Die Kreuzschere, die knallt einfach zu heftig rein. Aber ansonsten, jetzt mal zu dem Thema. Ich will noch kurz alle zeigen, wer das letzte Video nicht gesehen hat. Und von dieser gesamten Liste gibt es ein einziges Pokémon, also mit Ausnahme natürlich 4 Sterne Raids, aber 1, 2 und 3 kann man alle solo schaffen, außer, na, wer kann es erraten? Vulnona. Denn Flamara sowie Blitzer waren in der Vergangenheit auch nicht wirklich machbar. Lediglich, ich weiß nicht wer, das, also irgendeiner hat das geschafft. Ein einziger, glaube ich, weltweit. Zumindest hat man keinen anderen Videobeweis. Und der hat Flamara mit 6x 100% Geowatts, mit den besten Moves. Oder waren 6x 100%? Ich glaube, 5 haben sogar gereicht, irgendwie sowas in der Art. Aber auf jeden Fall, der hat 30 Versuche benötigt und hat dann Flamara solo bezwungen. Und der Vulnona ist auch Feuer, knallt ordentlichen Schaden raus und die Lebenspunkte sind, also die KP sind nicht so wichtig, denn die werden durch irgendeine Formel sowieso angepasst und dann, naja, Vulnona ist zu 99% nicht machbar. Irgendeinem wird es eventuell gelingen, wer wirklich den Sternenstaub hat, um 6x das effektivste Pokémon gegen Vulnona hochzuleveln, aber das dürfte wirklich eine sehr knappe Angelegenheit sein und bisher habe ich noch keinen Videobeweis gesehen, dass jemand Vulnona solo gepackt hat. Austos ist zwar ein 2-Sterne-Raid, zählt aber zu den härteren. Also Austos wird definitiv auch nicht jeder schaffen. Da muss man schon, naja, ist eventuell sogar auf einer Stufe mit Simsala, da hatten ja auch viele Leute Probleme, Schwierigkeiten. Also gegen Austos würde ich mich nicht vielleicht so locker flockig dran wagen, dann wirklich nur, wenn man irgendwie Level 38 ist, alle Pokémon maximal gelevelt hat, die eine Typ-Effektivität haben. Man muss sich nur mal Poké-Battler ansehen. Das wird sehr knapp. Das wird sehr, sehr, sehr knapp. Okay, soweit mal zu den Raids. Die Raikou-Häufigkeit wurde offenbar nicht eingeschränkt, wenn ich das so nach dem ersten Tag sagen kann. Ist aber nur eine Anekdote, also kein Beweis oder so. Aber Raikou taucht nach wie vor häufiger auch. Auch Gengar habe ich ein paar Mal gesehen. Simsala, also die alten Despota, ebenfalls Relaxo, wollte aber niemand machen. Von daher, genau, jetzt werde ich noch versuchen, in den nächsten Tagen Amoroso aufzutreiben. Ich habe kein einziges Amoroso als Raid gefunden, genauso wenig wie Porygon. Porygon hat ja am wenigsten Wettkampfpunkte von den ganzen 3-Sterne-Raids, von daher, also beim Fangen. Von daher mal schauen, wie das so wird, aber die, da wurde schon bestätigt, die kann man allesamt solo bezwingen, wenn man das denn wagen möchte. Genau, dann wollte ich das einfach als News hier bringen. Brandon 10, von dem habe ich schon ein paar Mal was erwähnt, der dürfte, zumindest ist nichts anderes bekannt, der dürfte Nummer 1 sein, der Spieler mit den meisten Erfahrungspunkten. Das ist der, der auch einen Catch-Service und Legendary-Service und Sonderbonbon-Service etc. anbietet. Er hat jetzt gepostet, dass er 250 Millionen Erfahrungspunkte erreicht hat. Das Krasse ist, er geht richtig ab seit der Einführung der legendären Raids. Ist ganz klar, wenn ich das mal hier zeigen kann, der hat 2743 legendäre Raids bestritten. Da muss man, die Zahl muss man mal 10.000 rechnen und dann nochmal 2, weil der 24/7 ein Glücksei anhat. Und dann kommen wir, lasst mich nicht lügen, auf 54 Millionen Erfahrungspunkte, die er nur durch legendäre Raids erhalten hat.
54 Millionen Erfahrungspunkte. Nur durch legendäre Raids. Dann hat er bestimmt auch noch einige normale Raids bestritten, die ebenfalls, sagen wir mal 4000 mal 2, 8000 immer geben. Genau. Der hat schon immer schnell gelevelt. Der war, glaube ich, immer Platz 1 oder wurde er mal oder hat er mal irgendwann mal jemanden überholt, dass er Platz 1 wurde. Auf jeden Fall, der war schon immer gut mit dabei. Aber jetzt, ich meine, wann wurden die legendären Raids eingeführt? Vor gar nicht allzu langer Zeit. Und da hat er schon 54 Millionen EP daraus geschlagen. Das ist einfach nur heftig. Also früher musste man für 10.000 Erfahrungspunkte oder 20.000 wirklich so viel laufen und so viel tun und fangen und machen oder entwickeln. Und jetzt einfach so, ach, ein legendärer Raid, 20.000 EP, alles klärchen. Das heißt, wenn mal eine Level-Erweiterung kommen sollte, ist es völlig egal, wie viele Erfahrungspunkte sie dafür verlangen. Brandon 10 wird zu 100% das Maximallevel erreichen. Er schreibt sogar so, dass er vorhat, bis zum Ende des Monats, also Ende November, die 300 Millionen zu knacken. Das ist echt krass. Die Sache ist, ich glaube, der kann die ganzen Raids unter Anführungszeichen solo machen, also als eine Person, denn der hat zig Accounts, entweder diese Legendary Services, mit denen kann er ja auch mitkämpfen, oder einfach, ja. Ich glaube, der hat es nicht schwer, Leute zu finden. Der kann selbst um, ich weiß nicht, wann fangen mittlerweile aufgrund der Zeitverschiebung die Raids bei uns an? So 5, 6 Uhr die ersten Eier und der kann da loslegen. Von daher, da wundert mich echt nichts. Würde mich interessieren, obwohl, was heißt würde mich interessieren, das kann man sich ja ganz einfach ausrechnen. Das heißt, er ist jetzt bei 250, sagen wir mal, ohne Raids wäre er so bei, die normalen weiß ich nicht, bei 180, 190 ist aber trotzdem heftig. Naja, genau, so viel mal dazu. Und dann habe ich noch ein bisschen was gelesen bezüglich X-Raids. Fand ich interessant, da hat sich jemand etwas mehr Mühe gegeben auf Reddit und dann nochmal irgendwie seine Raids analysiert. Wer hat eine Einladung bekommen, welches Level waren die und so weiter und so fort. Ist ein ziemlich langer Beitrag auf Englisch, ergibt keinen Sinn, wenn ich den jetzt irgendwie vorlese, einblende, was auch immer. Aber der hat bei mir für einen Denkanstoß gesorgt und auch ein paar Kommentare darunter. Und das sollte eventuell Entwarnung geben für alle, die wirklich viel raiden und noch immer eine, nicht reden, sondern raiden, noch immer auf eine Einladung warten. Und zwar, offenbar, auch wenn man sich die Level so ansieht, der hat da geschrieben, bei einem Raid war Level 34, 33, 32, 29, 28, 26, 23, 21, 21 und 20 dabei. Und alleine, wenn man sich das Level so ansieht, kann man schon erahnen, dass die nicht allzu viel raiden. Besonders ein 20er, denn ich weiß jetzt nicht auswendig, Moment, ich kann nachsehen. Also von Level 19 auf 20 benötigt man 25.000 Erfahrungspunkte. Und naja, das ist, wie wir gerade erfahren haben, circa ein Raikou-Raid mit Glücksei. Und von daher können diese Leute eigentlich noch nicht viel gezockt und noch nicht viel geraidet haben. Das heißt, er hat vielleicht drei Raids in seinem Leben gemacht und bekommt eine Mewtwo-Raid-Einladung, dieser Level 20, 21 Spieler. Und eventuell, es haben einige geschrieben und das halte ich für glaubhaft, eventuell wollen sie ja herausfinden, was so das Minimum ist an Leuten, die sie einladen können, wo aber dann trotzdem der Raid stattfindet zu gewissen Uhrzeiten. Und deshalb bekommen verhältnismäßig wenige Level 40er, die 200, 300 oder vielleicht sogar, wenn wir Brandon 10 hernehmen, der müsste ja 10 Mewtwo besitzen eigentlich, die tausende Raids absolviert haben, bekommen eher weniger Mewtwo-Einladungen. Dafür die Level 20er bis 23er, 25er zum Beispiel, dass Niantic da einfach testen möchte, wie aktiv muss ein Spieler sein, dass er überhaupt antanzt und hat ein Level 20er schon die optimalen Pokémon dafür? Könnte eine Gruppe bestehend aus, oder können 30 Einladungen, die rausgehen, an Level 20 Spieler, können die überhaupt zwei gute Gruppen dafür zusammenbekommen? Weil klar, Mewtwo ist nicht so hart, wie es aussieht, aber wer wirklich keine guten Pokémon hat, noch nie einen Despotar Raid absolviert hat, folglich kein guter Konter dafür, wenig Sternenstaub etc., dann kann es doch eine heikle Angelegenheit werden. Und da hat jemand so geschrieben,
Ja, Niantic weiß ja, dass die Level 40er, wie zum Beispiel Brandon 10, sowieso antanzen würden, egal wann und egal wo, übertrieben gesagt. Was jedoch getestet werden muss, ist Leute, die nicht so viel spielen, die aber auch irgendwann ein Mewtwo haben möchten. Oder eventuell geht's auch darum, hat jemand mal Geld ausgegeben oder ist jemand komplett free to play? Denn die, die Geld ausgegeben haben, sind ja auch eher dazu geneigt, vermutlich selbst eine lange Anreise für Mewtwo in Kauf zu nehmen und so weiter. Also eventuell macht sich Niantic gar keine Sorgen um Leute, die viel raiden, und sofern dann die Feldtests zu Ende sind und es in die finale Mewtwo-Phase geht, wie auch immer das dann aussehen soll, bekommen die sowieso eine Einladung. Und da muss man ja nichts testen, das würde vielleicht sogar die Ergebnisse irgendwie verfälschen. Das finde ich echt interessant, und wenn man sich das so ansieht, dann könnte da tatsächlich was dran sein, weil je weiter in der Vergangenheit so ein Mewtwo-Raid liegt, desto höher war, glaube ich, das Durchschnittslevel. Also so ein 20er, da wurden nicht viele eingeladen am Anfang, da waren sogar eher viele 40er dabei, zumindest da, wo ich mal anwesend war auch bei dem Mewtwo-Raid. Da, naja, waren so starke Leute, dass man eigentlich maximal, weiß nicht, 5, 6, 7 Leute für ein Mewtwo benötigt hätte. Und jetzt immer mehr, die eine 2 beim Level vorne stehen haben. Also, mal schauen, wie lange diese Feldtests noch gehen, aber ich denke mal, man muss sich nach wie vor eigentlich keine Sorgen machen. Einfach abwarten und Tee trinken, hoffen, dass die Tests bald zu Ende sind, und dann wird, denke ich mal, jeder irgendwann zu seinem Mewtwo kommen. Na gut, das war mal alles, was ich für heute sagen wollte. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen, und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.